So, ich wurde etwas aufgehalten. Da brennt das Feuer ja schon. So, also auch wieder auf YouTube-Video aufgenommen. Unsere Feuermeister, wo ist Moses? Hat er sich schon elegant zurückgezogen. Aber er hat zumindest das Holz geholt. Und das ist Dirko, unser Mitarbeiter, und Christoph, ein Freund des Hauses. Wir werden ja oft gefragt, kann man auch selber Holzkohle herstellen? Ich habe ganz viele Holzabfälle, Kienäppel, Schrohreste, Stauenschnitt und würde da gerne selber Holzkohle herstellen. Und ja, kann man, und man kann es auch sehr einfach. Und der erste Schritt, wie wir uns dem genähert haben, war, indem wir diesen Sampada, diesen Pyrolyseofen hatten und angeboten haben. Den hole ich mal kurz, bleib mal hier drauf. Ich hole mal den Sampada. Okay, das ist der Sampada. Und da ist die Idee, dass man damit kochen kann und feines holziges Material, Kienäppel und dergleichen hier reinfüllt und dann damit kochen kann. So, wenn das voll gefüllt ist, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Kann man aber auch nachlegen. Und dann hat man am Schluss 2-3 Liter Holzkohle und man hat gekocht. Mit 2-3 Liter Holzkohle, wenn Sie sich den Berg da angucken, wie lange sie da brauchen, um das zu verarbeiten. Das ist nichts, um Mengen zu produzieren. Das ist wirklich, man will kochen und hat nebenbei ein bisschen Holzkohle. Aber die meisten haben ja doch, selbst im Kleingarten fällt ja schon deutlich mehr an, als man eigentlich mit diesem Gerät verarbeiten kann. Und da hat uns Hans-Peter Schmidt vom Ithaka-Institut in der Schweiz, ein ökologisches Weinbauinstitut, das auch Entwicklungshilfe macht in Nepal und so, und Dr. Heiko Piplo, die sind da mal in die archäologischen Forschungen gegangen. Und es gibt gerade auch hier in Norddeutschland ein Phänomen, das nennt sich Gargrubenphänomen. Also kilometerweit durch die Landschaft ziehen sich nicht wirklich nach irgendeinem System, an der Straße lang, am Feldrand lang, ziehen sich Holzkohlegruben. Man kann die heute zum Teil aus dem Luftbild erkennen oder wenn man eben Ausgrabungen macht. Offensichtlich sind die ungefähr 3000 Jahre alt, vielleicht sogar älter. Vor 3000 Jahren haben hier offensichtlich Menschen gelebt, die es aus irgendeinem Grunde gut fanden, ein Loch nach dem nächsten zu graben, darin ein Feuer zu machen, Holzkohle darin herzustellen oder vielleicht darin auch zu kochen. Man weiß es nicht. Und das Loch an Loch und über Kilometer haben die so eine Löcher gebuddelt. Wahrscheinlich haben sie sich da Zeit gelassen, vielleicht haben sie immer wieder neue Feste gefeiert und jeden Tag musste was gegessen werden, ich weiß es nicht. Aber es ist das Gargrubenphänomen und inspiriert von diesem Gargrubenphänomen und anderen archäologischen Funden, dass man eben oftmals einfach Gruben mit Holzkohle findet, hat Hans-Peter Schmidt dann mal versucht, Holzkohle in so einem Erdloch herzustellen. Einfach ein Kegel, einfach wie der goldene Schnitt, Kegelpyramide, in die Erde gegraben. Und der Effekt davon ist natürlich, dass nur Luft von oben rankommt, nicht von unten, ein bisschen von den Seiten. Und das wiederum erkläre ich gleich, warum das bedeutsam ist. Aber es war immer diese Kegelform, beziehungsweise Pyramidenform, umgekehrte Pyramidenform, die man bei diesen Grubenphänomenen, diesen alten Gruben findet. Und die praktische Umsetzung war dann die, das Prinzip ist, es entsteht Holzkohle aus zum Beispiel Holz oder auch anderen organischen Materialien, Pflanzenkohle, aus Laub, aus Stroh, aus Kienäppeln, aus Staudenschnitt, aus selbst Mist kann man verkohlen oder so, aber ideal ist natürlich Holz im Allgemeinen. Es entsteht Holz, wenn es heiß wird, aber nicht genug Sauerstoff da ist, dass es komplett verbrennt. Wenn genug Sauerstoff da ist, offenes Holzfeuer, eben eine Fläche, Feuer, von Sauerstoff, Luft von allen Seiten, dann verbrennt es komplett. Wir haben nur Asche. Asche ist auch nicht schlecht, aber es ist keine Holzkohle, es hat keine Struktur, es sind nur die lösbaren Nährstoffe, die sind schnell weg. Wir wollen diese Holzkohlestruktur, die Grillkohle, diese Stücken, die wollen wir haben. Und die entstehen, wenn Holz heiß wird, aber nicht genug Sauerstoff hat zu verbrennen. Das Klassische ist der Köhlermeiler. Da schichtet man das Meter hoch auf und macht dann so ein paar, Luftgänge rein, wo man das dann von innen durchkokeln lässt und das also von innen erhitzt. Das hat man von außen isoliert. Man lässt ganz kontrolliert im richtigen Moment Sauerstoff rein. Aber was passiert da? Haben Sie sowas schon mal gesehen?
Es raucht wie eine Dampflok und zwar tagelang. Also das Ding hat eine Abgasfahne, die ist der Hammer. Deswegen ist das in Sao Paulo, Brasilien, wo ich bin in der Region, haben das in ganz vielen Regionen, war das üblich, dass sie das da so gemacht haben. Die haben das da verboten, weil das denen die Luft verpestet ohne Ende. Funktioniert, produziert Holzkohle, ist auch ein effizienter Prozess, Holzkohle zu produzieren. Aber weil das Holzgas, das dabei entsteht, nicht ausreichend verbrannt wird, also die machen so wenig Sauerstoff ran, dass das Holzgas dabei nicht verbrennt, das Holzgas ist dann dieser Rauch. Das ist also zu wenig Sauerstoff. Und in dieser Grube kriegen wir genau den Effekt, dass wir genau so viel Sauerstoff ranlassen, dass das Holzgas verbrennt, was hochkommt. Aber alles, was unten liegt, ist geschützt vor dem Sauerstoff, weil da drüber liegt schon eine Schicht neues Holz. Also folgende Vorgehensweise: Grube ausheben, unten mit einem kleinen Feuer anfangen, Glutbett in Gang kriegen. Wie hier am Anfang gesehen, es muss erstmal heiß werden. Und dann, immer wenn man sieht, dann hat man glühende Kohle, jetzt ist da schon eine leichte Ascheschicht auf der Kohle, jetzt fängt schon an, die Kohle zu verbrennen. Man sieht dann so einen leichten Ascheschleier oder man sieht, dass die Flamme nicht mehr so hoch ist. Die Flamme zeigt ja auch dass die Flamme ist ja das verbrennende Holzgas, was aus dem Holz rausgetrieben wird. Wenn die Flamme zurückgeht auf die Glut, dann weiß man schon, da kommt nicht mehr so viel Holzgas, jetzt muss ich nachlegen. Und fang unten klein an. Sie merken, jetzt geht das Holzgas schon zurück. Nachlegen, nachlegen, nachlegen. Desto feuchter das Material, man kann da auch richtig nasses und schwieriges Material mit verkohlen. Dann muss man es aber in sehr dünnen Schichten machen. Da muss man wirklich gucken, dass man nicht zu viel rauflegt, sondern wirklich nur ein ganz klein bisschen Schicht für Schicht. Dann kann man auch ein rauchloses Feuer machen. Wer erinnert sich noch an die Indianer in Chiang Mai? Die konnten auch mit nassem Holz rauchloses Feuer machen. Das geht, wenn man das Glutbett erstmal hat, wenn es heiß genug ist und dann Schicht für Schicht auch das feuchte Material, das dann erstmal trocknet und dann Holzgas entwickelt und dann kann man auch das rauchlos verbrennen. Also auch das geht. Und der entscheidende Punkt ist, man muss schnell genug nachlegen und wenn das erstmal in Gang ist, wie hier, muss man ganz schön schnell nachlegen, dann hat man richtig eine Weile zu tun, dass dann nicht zu viel Sauerstoff rankommt. Wir müssen immer die Glut unten schützen. Die Glut unten, da darf kein Sauerstoff rankommen, von den Seiten kommt ja nichts, also müssen wir oben immer was rauflegen, was den Sauerstoff wegzehrt, die neue Schicht. Und dann kann oben das neue Holz, das Holzgas nimmt den Sauerstoff weg, die Glut ist geschützt und ihr könnt sich sind völlig überlassen, wie groß sie dieses Loch machen. Es geht wirklich in einer Grillschale oder es gibt dieses Agnihotra-Ritual. Wer hat das schon mal gesehen? Das ist wirklich nur so eine kleine umgedrehte Pyramide. Das macht der Dr. Heiko Piplo jetzt auch jeden Tag einfach mit da seine tägliche Holzkohle drin. Also man kann das wirklich in fast Streichholzschachtelgröße machen, so ungefähr. Oder man macht es eben in der Feuerschale oder eben sogar in einem tiefen Erdloch und wenn Sie da 1 Kubikmeter, 2 Kubikmeter, 3 Kubikmeter Erdloch haben, können Sie an einem Tag, was heißt an einem Tag, in einem Nachmittag, können Sie 3 Kubikmeter Holzkohle herstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Sie brauchen nur das holzige Material. Ideal ist so ein Astholz, wie wir es hier zeigen, das brennt schnell durch. Das fällt sowieso immer als Abfallholz an. Das haben ganz viele, wenn man eben so eine Hecke durchforstet oder so oder Bäume schneidet. Ist dünn genug, dass es auch schnell verkohlt. Wenn das Holz dicker ist, verkohlt auch, braucht aber länger Zeit, braucht vielleicht ein bisschen höhere Temperaturen. Geht aber auch, wenn das hier unten drin liegt, einen halben Tag, dann ist das auch verkohlt. Genau, also ideal ist so ein dünnes Holz. Und wie geht's weiter? Dann bauen wir die Glutschicht auf und auf und auf und irgendwann ist das Ding voll. Man kann sogar einen Berg produzieren, wenn man es richtig schnell nachlegt, kann man sogar in einem offenen Feuer das hinkriegen, dass man da Holzkohle produziert, also wo es von allen Seiten rankommt. Aber einfacher ist es in so einem Kegel, dann sonst so schnell kann man manchmal nicht nachlegen. Und dann ist unten die Glut geschützt. Wir bauen immer auf. Und jetzt müssen wir ein bisschen arbeiten, bis wir den Zustand erreicht haben und dann wird abgelöscht. Wir müssen dann im rechten Moment ablöschen, bevor uns die Holzkohle auch verbrennt. Und da muss man Mengen an Wasser raufkippen, sage ich Ihnen. Wir haben es ein paar Mal durch hier, Holz verbrannt, um das mal zu testen, einfach mal ein schönes Feuer machen am Abend. Wir hatten den ganzen Berg hier, das ist ungefähr, was habe ich hier gebuddelt letztes Jahr, das ist vielleicht ein guter Meter tief.
anderthalb Meter Durchmesser. Vielleicht ist hier so ein halber Kubikmeter bis ein Kubikmeter Volumen. Das hatten wir voll glühender Kohle. Und dann war das soweit kein großes Feuer mehr. Wir haben da 4 Gießkannen Wasser rauf gemacht. Da sollte man noch denken, das ist genug. Es sah auch so weit aus, also es war jetzt nicht mehr großartig, es war nicht mehr zu sehen, dass es irgendwie glüht. Und am nächsten Morgen gucke ich rein und denke, leer, komplett verschwunden, alles verbrannt. Hat sich nochmal, was heißt noch, war ja noch, unten war offensichtlich noch richtig Glut drin. Also man muss da wirklich 100, 200 Liter Wasser, selbst auf so ein relativ kleines Feuer, muss man 100, 200 Liter Wasser nachher raufkippen, dass das wirklich komplett durch gefeuchtet wird und abgelöscht wird im richtigen Moment, damit es nicht weiter glüht, damit es nicht verbrennt. Diesen Prozess wollen wir ja an der Stelle stoppen. Wir wollen die Kohle. Und mit der Kohle können Sie dann, wenn Sie wollen, grillen. Das geht. Sie können, die Kohle kriegt durch das Wasser auch noch eine besondere Eigenschaft, die man vom Grillen vielleicht gar nicht so sehr haben will, weiß ich nicht, müssen wir mal probieren. Aber es kriegt so einen Aktivkohleeffekt. Dadurch, dass das glühende Kohle Wasserdampf natürlich, und dann reißt quasi der Wasserdampf die Strukturen auseinander. Dadurch wird die Kohle viel weicher, feiner, man kann die quasi fast in der Hand zerknuspern. Während die normale Grillkohle, da müssen sie mit dem Hammer raufhauen, bis sie die klein kriegen. Aber in dieser mit Wasser abgelöschten, glühenden Kohle, da kriegen sie diesen Aktivkohleeffekt, Wasserdampf, der die Strukturen auseinanderreißt. Da wird die Oberfläche nochmal enorm vergrößert, also die Kohle reagiert dann auch sehr schnell im Boden oder im Kompost, anders als Grillkohle, die braucht ein paar Wochen, Monate, bevor sie sich so weit aufgespalten hat, dass sie da eine große Oberfläche bekommt. Die hat das dann quasi sofort mit dem Wasser, also die ist schon mal chemisch aktiver, das ist interessant. Auch weil man es ja dann mitunter zerkleinern möchte, wenn man es im Boden ansetzen möchte, ist auch schön, wenn man es mit Wasser abgelöscht hat, weil die kriegt man wirklich leicht zerkleinert. Also da in einen großen Mörtelbottich Zeug rein, da mit dem Spatenspitze mal so ein bisschen drin rumhacken, 5 Minuten ist das alles Staub. Also das 0 bis 1 cm Holzkohlengröße ist okay. Man muss das nicht alles staubfein haben, wenn da ein paar Stücken drin sind, ist völlig okay. Bei uns hier in der Region haben wir ja noch das Phänomen der Frostsprengung. Das heißt, wenn das ein paar Jahre im Boden ist, die groben Stücke, wenn da Wasser eintritt, dann wird das sowieso manchmal noch kleiner gesprengt. Sprich, kann hier ruhig ein bisschen gröber sein, selbst wenn Sie so ein Stück einbuddeln, auch das hat noch einen Effekt. Aber also ich sag mal 0 bis 1, 2 cm ist völlig in Ordnung. Und es hat sich herausgestellt in den Versuchen, dass reiner Staub nicht so gut funktioniert für die Bodenfruchtbarkeit wie eine Mischung aus 0 bis 1, 2 cm. Dass man auch so ein bisschen Bodenstruktur hat, dass es eben nicht immer nur eine Korngröße ist, ganz fein, sondern dass es auch ein paar grobe Stücken dabei sind. Die haben nochmal, die lockern den Boden ein bisschen auf, da kann die Würmer dran lang, da kann die Luft in den Boden eindringen und so weiter. Also man muss es nicht perfekt klein machen. So, genau, also das ist der Punkt. Man sieht, es wird weiß. Die Kohle fängt an, weiß zu werden. Und das ist das Signal, aha, jetzt verbrennt mir die Kohle, jetzt muss ich nachlegen. Immer Schicht für Schicht, desto trockener, desto schneller, desto feuchter, desto langsamer, desto gröber die Stücke, desto langsamer. So, was haben wir noch vergessen? Ich überlegen, ja, man kann das als Grillkohle nehmen. Ach so, wenn man es nicht ablöschen will, das geht auch. Man kann das dann im Grunde nach diesem Durchglühen, wenn man wirklich diesen glühenden Kohlehaufen hat, kann man es auch abdecken. Dann, ja, man kann es mit allem Möglichen abdecken, aber das Einfachste dürfte Sand und Erde sein. Dass man das wirklich, muss man da wahrscheinlich 2-3 Schubkarren Sand drauf machen, dass das auch wirklich halbwegs zuverlässig von Luft abgedeckt ist. Und dann muss man wahrscheinlich auch, keine Ahnung, wir haben es so noch nicht ausprobiert, aber mit einem Tag kommen sie da nicht hin. Also sie müssen mindestens 3, 4, 5 Tage warten, bis das komplett abgekühlt ist, dass es nicht mehr glüht. Und selbst da kann es ihnen noch passieren, dass sie noch Glutnester drin finden. Also wirklich abdecken, gut abdecken, mit Erde mindestens 4, 5 Tage warten, vielleicht sogar eine Woche, dass es sich komplett abkühlen kann. Und dann haben sie im Grunde wie der klassische Köhler, eine Kohle, die dann auch noch sehr hart ist, die genau wie Grillkohle ist. Und für einige Zwecke ist vielleicht diese harte Kohle
durchaus interessant. Für den Boden ist das mit der Wasser abgelöscht eigentlich ganz interessant. Es gibt diese, das ist jetzt die einfache Variante mit, reicht erstmal, danke. Es gibt dann das ist die Erdloch-Variante, das ist das, was man überall sofort realisieren kann, was der Hans-Peter Schmidt dann auch in Projekten in Nepal gemacht hat. Zum Teil hat er sogar in jedem einzelnen Pflanzloch mal versucht, machen wir da mal ein kleines Feuer und machen die Kohle direkt in den Pflanzloch und dann Kürbis rein. Das hat auch sehr gut funktioniert. Also man kann da durchaus ein bisschen rumspielen, was ist denn da die eleganteste Variante? Natürlich ist es da schwierig jetzt in Nepal mit den geringen geldlichen Mitteln, die den Bauern da zur Verfügung stehen, das aus Stahl oder Eisen zu bauen. Aber in Deutschland und in der Schweiz vielmehr hat der Hans-Peter Schmidt das auch in einer Stahlversion gebaut und das haben inzwischen viele, viele nachgebaut. Im Grunde so eine umgedrehte Pyramide, ne? Also das ist die einfachste Variante. Man kann es rund bauen wie ein Kegel, aber Pyramide ist etwas einfacher von der Konstruktion. Da kann man dann verschiedene Dreiecksbleche sozusagen zu vier Dreiecksbleche zu so einer Pyramide zusammenschrauben. Und der Heiko Piplo hatte das ja letztes Jahr in dieser Form hier, hat da so einen Eigenbau mit relativ leichten Blechen und hat das in so einem Tischgestell einfach reingestellt und das hat wunderbar funktioniert. Und da sagt er, da kann man auch, überall wo man grillen darf, darf man auch dieses machen. Weil das ist ja nun schon ein richtiges Feuer, okay, aber wenn man das in so einem Blech macht, auch ein relativ kleines, auch selbst in der Grillschale kann man das ja machen, das kann einem keiner verbieten, solange man grillen darf, darf man das auch machen. Also selbst das würden sie in ihrem Garten unter selbst schwierigeren Aufsichtsbedingungen, die es ja heute mitunter gibt in den größeren Städten, in Mecklenburg ist das jetzt nicht so streng verfolgt im Normalfall auf dem Land, aber ich höre das immer von meinen Kunden, dass sie da in meiner Kleingartenanlage darf ich kein Feuer machen. Aber einen Grillen dürfen sie normalerweise. So, und dann, das kriegen sie also auch in Grill oder in einer kleinen Feuerschale kriegen sie das hin. So, aber bei ihm war noch das Interessante, der Hans-Peter Schmidt hat dann eine Sache gemacht, die auch sehr interessant ist. Er hat das Material abgelöscht mit Wasser und hat dieses Wasser dann aufgefangen, was ich hier nicht schaffe. Aber in dem ordentlichen geschlossenen Stahlbehälter hat er das geschafft. Er hat dieses Wasser dann aufgefangen. Er hat es sogar so konstruiert, dass er das von unten langsam mit Wasser volllaufen lässt und dann also diesen Wasserdampfeffekt noch schöner hat, noch stärker hat, der die Kohle auseinanderreißt und dann am Ende ein ganz stark basisches Wasser hat, ganz stark alkalisches Wasser. Also es ist voller Mineralien, eben aus Holzasche letztendlich. Kalium, Magnesium, Calcium in einer sehr gut bioverfügbaren Form. Also kann man trinken als Gesundheitstrink sozusagen, dass er dieses Wasser noch auffängt und nutzt und das als ist wunderbar gegen Pilze. Stark basisches Wasser, wenn auf den Blättern kurz die Pilze lieben, ist meist sauer, Phytophthora, Mehltau und so. Wenn man das mit so einer Flüssigkeit spritzt, dann ist kurzzeitig auf dem Blatt, sei es nur eine halbe Stunde, ein pH-Wert über 9 und das mögen die Pilze nicht, sind weg. Also das ist eine wunderbare Situation, ganz ohne Gifte Pilze zu vernichten und die Pflanze nimmt die Mineralien gleich auf und es sieht gleich doppelt so groß aus wie vorher. Das ist noch eine interessante Möglichkeit, das zu nutzen. Was wir hier, wie gesagt, nicht schaffen, wobei es auch schon Leute gibt, die haben sowas dann konstruiert mit so einem Ablauf, aber das ist Harald Bier, das ist jetzt nicht massentauglich. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Ablöschen gleich mit EM, ja, wäre auch noch so eine Variante. Aber die werden natürlich bei der Hitze sterben. Aber wir wissen, manchmal, wenn EM sterben, bei der EM-Keramik passiert es ja auch. Gar nicht so ein uninteressanter Prozess. Vielleicht hat das auch noch gute Auswirkungen auf die Holzkohle. Also durchaus ein bisschen EM mit ins Ablöschwasser, warum nicht? Es gibt alle mögliche Technik zum Herstellen von Holzkohle. Pyrek-Anlage, Biomakon, da können Sie irgendwas zwischen 100.000 und 500.000 Euro ausgeben, was ich gar nicht lächerlich machen will. Das ist sehr gut, dass es diese Technik gibt, dass es die Leute gibt, die sich damit beschäftigen und das so weit entwickeln, dass das irgendwann tatsächlich sauber läuft und funktioniert. Heute ist es oftmals so, dass man da einen Mann daneben stellen muss, der das Ding betreibt, weil das doch relativ fehleranfällig ist und nicht vollautomatisch läuft, ganz oft. Und die haben dann eine Jahresproduktion von 300 Tonnen, 500 Tonnen Holzkohle. Und das schaffen sie auch mit einem
ein Arbeiter und so einer Holzgrube, mit so einer Erdgrube können Sie so eine Anlage von der Produktion problemlos ausstechen. Die Kohlequalität ist 1A, wie der Hans-Peter Schmidt in Versuchen nachweisen konnte. Die ist brillant. Und wenn man es eben richtig macht, das heißt im richtigen Rhythmus nachlegt, wie jetzt zum Beispiel, ganz genau, sehr aufmerksam, dann kriegen Sie, wie gesagt, ein rauchloses Feuer. Und da gab es auch Abgasmessungen, das ist sauberer als Ihr Schornstein. Da gibt es kein Abgas, was irgendwie relevant ist. Das heißt, Sie können wirklich mit dieser Steinzeittechnologie quasi emissionsfrei Holzkohle herstellen, ohne irgendwelche schädlichen Emissionen, und eine erstklassige Qualität in jeder beliebigen Menge zu einem vernachlässigbaren Produktionspreis. Und das wäre auch meine Empfehlung für den Kleingarten, für den Bauern, der vielleicht eine Hecken- und Baumstreifen auf seinen Äckern hat, was ich ihm sehr empfehlen würde, dass er die regelmäßig runtersetzt, was er ja sowieso machen muss, aber das Holz, was dabei rauskommt, nicht irgendwie wegschmeißt, sondern vielleicht gleich daneben ein paar Gargruben macht, wie unsere Vorfahren vor 3000 Jahren, und parallel zur Hecke gleich die Holzkohle produziert und dann auf seinem Acker einsetzt. Also die Steinzeittechnologie schlägt bis heute die Hochtechnologie in der Effizienz, in der Qualität. Das Einzige, was wir hier nicht so richtig schaffen, ist die Wärme auszunutzen, wobei das liegt auch nur an uns. Wenn wir hier Stockbrot und noch einen Topf übers Feuer stellen oder so wie die das wahrscheinlich mit ihren Gargruben gemacht haben, gleich noch mit einem großen Fest verbinden zum Kochen, so wie es der Heiko Pieplo letzte Mal gemacht hat, der dabei Gulasch, Grillen und alles Mögliche gemacht hat, um zu zeigen, dass das auch direkt genutzt werden kann, dann haben wir sogar die Wärme genutzt. Okay, so, letzte Einstellung. Ich habe ein paar Sachen vergessen zu sagen. Also, wie gesagt, entscheidender Punkt ist, wir fangen von unten an. Schichtweise, erstmal ein bisschen Glut, die wird weiß, da kommt ein bisschen Asche, wir müssen nachlegen, Feuer, wir müssen Sauerstoff schützen. Nächste Schicht, die wird, brennt durch, da brennt wieder Holzgas, schützt die Glut unten, wird heiß, trocknet und gas wieder Holzgas aus, wir gehen wieder runter. Und so gehen wir langsam Schicht für Schicht hin, wir gucken mal, wenn wir schwarzen Rauch sehen, wissen wir, wir haben zu schnell nachgelegt, wir haben zu viel Holzgas, zu wenig Sauerstoff. Wenn wir Asche sehen, so wie hier jetzt, wissen wir, kannst du mal kurz schwenken, wenn wir Asche sehen, so wie hier auf dem Feuer, dann wissen wir, dass wir nachlegen müssen auf jeden Fall, dass es jetzt quasi zu langsam ist. Hier verlieren wir jetzt Kohle. Grobe Stücken kann man, die man nicht schafft, komplett durchzukohlen, weil es zu schnell geht, kann man später nochmal raufhauen. Wir wollen eine Temperatur von 400 bis 800 Grad Celsius erreichen. Das ist die Holzkohletemperatur. Das macht die perfekte Struktur. Das ist dann auch hier so. Das ist das Normale. Da muss man jetzt keinen Thermometer reinhalten. Das ist dann ein normales Gutfeuer, ist das diese Temperatur. Und ganz wichtig, dass die fertige Holzkohle darf nicht direkt in den Boden. Das war noch eine Frage, die dann hier auf Kamera gerade gekommen ist. Die fertige Holzkohle darf nicht direkt in den Boden. Die muss erst aufgeladen werden. Die hat eine große Oberfläche, speziell wenn sie dann mit Wasser abgelöscht wurde und aufgebrochen ist, hat die Holzkohle eine große Oberfläche. Die muss nochmal aufgeladen werden mit Nährstoffen. Stickstoff vor allen Dingen, aber auch mit Mikroorganismen besiedelt werden. Eine ganz schnelle Variante, das zu tun, ist die mit pur Urin und EM zu mischen. 10 Liter Holzkohle, 3 Liter Urin, 1,5 Liter EM, dass man so einen schönen Schlamm kriegt mit Holzkohle, EM und Urin. Der ist aufgeladen, das geht innerhalb von Stunden, dann hat man eine aufgeladene mit Nährstoffen und Stickstoff und Mikroorganismen aufgeladene Holzkohle, die man direkt verwenden kann. Oder über Kompostierung, das ist das Schönste, dann hat man schön Zeit, Vierteljahr, halbes Jahr, mit organischem Material, Grasschnitt, Küchenabfällen, Gartenabfällen, Mist. Da kann die Kohle sich dann auch ganz entspannt in der Kompostierung, nimmt es die Nährstoffe auf, die normalerweise verloren gehen würden, macht einen besseren Kompost, sorgt dafür, dass eine gute Mikrobiologie in dem Kompost ist. Also muss vorher noch mal aufgeladen werden und dann darf es erst in den Boden. Wenn man es direkt in den Boden machen würde, was viele gemacht haben, weil sie sagen, wir haben gehört, Holzkohle ist gut für den Boden, wir machen es direkt rein. Blanke Holzkohle ohne Aufladung, sagen wir mal hier im Rasen einfach einen Kreis ausgestreut, der Rasen würde blass werden. Also er würde Stickstoff rausziehen aus dem Boden, weil er sich selber aufladen muss mit Stickstoff, zieht er den Pflanzen den Stickstoff aus dem Boden im ersten Jahr mindestens. Und dann, das heißt, man hat mindestens ein Jahr ein verzögertes Wachstum.
Also dass das wichtig ist, Holzkohle nicht direkt anwenden, sondern Holzkohle Feuer aufladen. Und wenn man die aufgeladen hat, Terra Preta Kompost hat oder eben mit Urin und EM aufgeladene Holzkohle, die kann man in beliebiger Menge anwenden. Schön ist, 2 bis 2 Kilogramm pro Quadratmeter zu schaffen. Das ist ein Zielwert, den wir gerne haben, 2 Kilo Holzkohle pro Quadratmeter. Das ist, dann hat man 30, 50 Zentimeter sehr tiefgründig schwarze Erde. Aber weniger ist auch gut und mehr geht immer. Also nach oben ist keine Grenze, 20 Meter mächtige Holzkohle, 20 Meter mächtige Terra Preta Hügel sind aus dem Amazonas bekannt, wo Dörfer in Überschwemmungsgebieten immer mehr Holzkohle einfach akkumuliert haben, Keramikscherben, offensichtlich bewusst Keramik hergestellt haben, um die dann nur zu zerdeppern quasi fruchtbaren Boden zu schaffen und ihr eigenes Dorf aus dem Überschwemmungsregion zu heben. Deswegen haben die dann zum Teil lebten die dann auf 20 Meter hohen Terra Preta Hügeln. Das geht also auch und mehr ist natürlich besser. Aber 2 Kilo pro Quadratmeter, das ist ein Endwert. Wenn man den wird man nicht sofort erreichen, soll man auch gar nicht versuchen. Man wendet die aufgeladene Holzkohle am besten direkt an der Wurzel an. Sprich, man macht das Loch, Pflanzloch ein bisschen tiefer, wenn man Tomaten pflanzt, wenn man Kürbis pflanzt, wenn man Bäume pflanzt, durch Sträucher pflanzt, macht man das Pflanzloch einfach ein gutes Stück größer, macht unten rein diese aktivierte Holzkohle, eine Schippe oder bei kleinen Pflanzen eine gute Handvoll, macht da noch ein bisschen Erde drüber und da die Pflanzung drauf. Dann ist die Pflanze direkt mit der Wurzel über der Holzkohle, das hat den stärksten Effekt, da kann man mit minimalen Mengen auf der Fläche mit minimalen Mengen sehr guten Effekt erzielen. Das hat auch der Hans-Peter Schmidt experimentell herausgefunden, dass man da schon mit wenigen 100 Gramm pro Quadratmeter da einen starken Effekt im Ertrag erzielen kann, 30-50% mehr Kürbisertrag, wenn man das so macht. Aufgeladene Holzkohle direkt unter das Pflanzloch. Präzise an die Wurzel, das wirkt am besten. Na, und jetzt wollen wir ablöschen. So, rauf mit dem Zeug. Man sieht den Wasserdampf, wie er entsteht. Der zerreißt die Holzkohle von innen, sodass der eine richtig große Oberfläche kriegt. Und dann entsprechend leicht. Leicht zerkleinert werden kann. Also der kriegt erstmal eine große Oberfläche, die dann sehr stark aktiv ist, sehr schnell aufgeladen werden kann in der Kompostierung zum Beispiel. Und ja, also wirklich, obwohl wir die Loch nicht voll gemacht haben. Also mindestens 80 Liter muss man hier reinhauen, damit das nicht nachher noch weiter glüht und weg ist. Also muss man Mengen reinhauen, das wirkt man nicht. So eine glühende Kohle hat so viel Energie, da muss man einiges brauchen, einiges einsetzen, um die abzulöschen. Ja. Ja, ja, ja. Fischt immer noch. Jetzt haben wir es, glaube ich. Das sieht doch gut aus. Also, heute darf man Grillkohle mitnehmen. Beziehungsweise, das werden wir dann nachher im Garten einsetzen. Kannst du mal in die Runde gucken? Wir haben noch eine Frage. Ja. Thank you.